B3.3. Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Belegungen von x es drei gealen BNCen gibt. Hier sehen wir nochmal die Zeichnung von oben. Wir haben Parabelgerade und die zwei Dreiecke drin. Jetzt geht man am besten von einem eingezeichneten Dreieck aus und überlegt sich, was passiert, wenn ich weiter nach links bzw. weiter nach rechts, also in den negativen bzw. in den positiven Bereich gehe. Also die Aufgabe heißt, für welche Belegung von Dreiecken gibt es Belegung von x gibt es Dreiecke? Also müssen irgendwo Punkte auftauchen, an denen keine Dreiecke mehr existieren. Das benutzt man am besten für die Punkte a und c. Ja, die liegen hier. Dann überprüft man jetzt einfach mal, was passiert ja, wenn die weiter nach links gehen, ja, in die negative Richtung. Dann merkt man vielleicht schon, oh, die werden immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, bis sie hier einen speziellen Punkt erreichen. Nämlich den Schnittpunkt von der Parabel auf die Gerade, da fallen die Punkte C und A zusammen. Und dann existieren folglich keine Dreiecke mehr, weil dann habe ich ja im Prinzip nur noch so einen Strich hier drin. Ja, ist kein Dreieck mehr. Darüber hinaus dürfen sie auch nicht mehr gehen, weil dann haben C und A die Position vertauscht und dann hätten wir Dreiecke ACB und nicht mehr die Dreiecke ABC. Das heißt, hier dieser Schnittpunkt ist eine Grenze, in diesem wo diese Dreiecke existieren. Und jetzt machen wir das gleiche nach rechts genauso. Ich überlege mir, was passiert, wenn das Dreieck weiter nach rechts wandert. Hier gehe ich jetzt von diesem großen Dreieck aus. Ja, wenn es weiter nach rechts wandert, dann merke ich schon, ab hier wird es auch schon wieder kleiner. Da wird es zu weit gezeichnet. Wieder kleiner, 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 bis wir an diesem Schnittpunkt hier angelangen. Ja, also solche Fragen, wann existieren Dreiecke, wann existieren Rauten, Drachenwege und so weiter, die zielen meistens auf die Schnittpunkte Parabel mit Gerade oder auch zwei Parabeln ab. Also müssen wir Schnittpunkte berechnen. Wie machen wir das? An diesen Schnittpunkten haben die beiden Funktionen den gleichen Wert. Also die Parabel ist gleich der Gerade. Und das ist im Prinzip auch schon das, was wir brauchen. Ich schreibe mal so auf, Parabel gleich Gerade. Ja, Eigenschaft des Schnittpunkts. Und jetzt gehe ich nach oben und suche mir die Parabelgleichung und die Geradengleichung. So, ein bisschen haben wir schon was gelöst. Parabelgleichung steht hier. Also mit Farbe nochmal so deutlich. Da steht die Geradengleichung, Parabel und die Geradengleichung. Also die brauchen wir jetzt unten. Und schreiben Sie jetzt einfach mir stattdessen hin. Minus 0,25x Quadrat. Plus 2x plus 3 und die Gerade war 1 Fünftel x minus 1. Jawohl, dieses Ding müssen wir jetzt lösen. Es ist eine quadratische Gleichung, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Wer zum Beispiel einen Taschenrechner zur Verfügung hat, kann zum Beispiel den Calc Intersection verwenden oder den Tool Poly 2. Das sind zwei einfache Möglichkeiten, um hier diese quadratische Gleichung zu berechnen. Wer jetzt diese Funktion im Taschenrechner nicht drin hat, kann es natürlich auch ganz klassisch über die Mitternachtsformel lösen. Mitternachtsformel. Sinn ist es, finden wir sogar hier in der Formelsammlung. Zwar nicht unter dem Namen Mitternachtsformel, nee, aber wir können auf die, wo haben wir sie, quadratische Funktionen, quadratische Gleichung, Seite 3, Seite 4 gehen. Da finden wir bestimmt was, was wir brauchen können. Ja, hier steht schon quadratische Gleichungen. Das Ding müssen wir jetzt durchziehen. Schritt 1 ist hier ax² plus bx plus c gleich 0. Das heißt, auf einer Seite muss 0 stehen. Ist bei uns noch nicht der Fall. Ich habe hier noch die 1 Fünftel x minus 1 auf der rechten Seite. Die will ich jetzt nach links rüberbringen. So. So, ich habe plus 1 Fünftel x als rechne ich mit minus 1 Fünftel x. Ich habe minus 1 also mit plus 1 auf die andere Seite. Dann kriege ich im nächsten Schritt minus 0,25x². 2x minus 1 Fünftel x. Ja, 1 Fünftel mag jetzt Brüche nicht stehen lassen, rechnen wir es um, sind minus 0,2. 2x minus 0,2x sind plus 1,8x. Kann der Taschenrechner ja auch recht schnell umrechnen. Und dann habe ich noch 3 plus 1 sind 4, ist gleich 0. Erster Schritt erledigt, die Form haben wir hier. Als nächstes brauchen wir die Diskriminante. D ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Da gilt es nur zu identifizieren, was ist jetzt hier in meiner quadratischen Gleichung, ist a, b und c. A steht immer vor dem x², b steht immer vor dem x und c steht immer vor, beim c steht gar kein x dabei. So kann man die recht leicht identifizieren. Also gilt, d ist gleich b²
Das sind 1,8 Quadrat minus 4 mal. Laut Formel kommt jetzt das a. Da darf man natürlich die Vorzeichen nicht vergessen. Also mal minus 0,25 und c ist plus 4, also mal 4. Das tippen wir jetzt ganz normal in den Taschenrechner ein und dann kommt raus 7,24. Was wir daraus erkennen, es ist positiv, also heißt es, wenn wir hier dieses Ding betrachten, unten d ist größer als 0, es werden zwei Lösungen erwartet. Naja, wir haben oben ja auch zwei Schnittpunkte, also sind ja zwei Lösungen sinnvoll. Gut, den Punkt haben wir abgehandelt, jetzt kommt dieser Punkt hier. Wir müssen das x1 und x2 berechnen. x1 rechnet man hier drin mit Plus Wurzel aus Diskriminante und x2 mit Minus Wurzel aus Diskriminante. Also schreiben wir wie folgt auf. x1 ist gleich, Bruchstrich, es fängt an mit minus b. Mein b war 1,8, also minus 1,8 plus, wir gehen jetzt im Pluspfad, Wurzel aus der Diskriminante und die haben wir gerade berechnet mit 7,24. Geteilt durch 2 mal a und a waren die minus 0,25. Das tippen wir in den Taschenrechner ein und dann kommt raus minus 1,78. Genau das gleiche machen wir mit x2 minus b. Und jetzt kommt minus die Diskriminante, Wurzel aus der Diskriminante, also minus Wurzel aus 7,24 geteilt durch 2 mal minus 0,25. Wieder in Taschen eingeben, dann kommen 8,98 raus. So, wir sind aber nicht ganz fertig, weil wir müssen jetzt noch irgendwie einen Hinweis geben. Ja, wo zwischen liegen diese Dreiecke denn? Also ich muss es entweder schreiben, x liegt im Intervall von minus 1,78 bis 8,98. Entweder ich so eine Intervallschreibweise oder ich kann es als Satz formulieren oder ich kann es auch mit größer kleiner Zeichen, zum Beispiel minus 1,78 kleiner als x kleiner als 8,98 schreiben. Ja, also so ein Hinweis muss da irgendwie mit rein. Vor allem, dass diese minus 1,78 und die 8,98 nicht mehr dazugehören. Deswegen diese offenen Intervallklammern oder auch hier bei den Größer-Kleiner-Zeichen ohne die Ist-Gleich-Variante. Ja, die Zahlen sind nicht mehr dabei, weil an den Zahlen selbst fällt ja a direkt auf c drauf und damit existieren die Dreiecke schon nicht mehr. Jawohl, dann hätten wir hier die Aufgabe gelöst. Weiter geht's.